Am Wochenende waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Essen. Die funkelnden Lichter, der Duft von Glühwein und die liebevoll gestalteten Stände haben uns verzaubert. Ein wunderschöner Ausflug, der weihnachtliche Vorfreude geweckt hat. Hier duften Bienenwachskerzen nach natürlicher Wärme. Honig in verschiedenen Sorten lockt mit süßer Vielfalt. Und Met gibt es für jeden Geschmack. Dieser köstliche Duft lockte uns zu dem Stand mit saftig warmen Grillschinken. Die leuchtenden Sterne in verschiedenen Farben ziehen alle Blicke auf sich. Ob strahlendes Weiß, warmes Rot oder buntes Funkeln. Hier findet jeder seinen perfekten Stern. Die Veggie-Hütte auf dem Weihnachtsmarkt bietet köstliche Alternativen wie gebackenen Blumenkohl, Champignons und Reibeplätzchen. Wir haben das frittierte Gemüse probiert und waren begeistert. Knackig, aromatisch und einfach lecker. Weihnachtshütte Holzschnitzerei Bachmann ist ein echter Blickfang auf dem Markt. Mit seinen kunstvoll gestalteten Krippen und zauberhaften Figuren, die von traditionell bis modern geschnitzt sind, zieht er alle Blicke auf sich. Jedes Detail, sei es ein Engel, ein Hirte oder die Krippe selbst, zeugt von großer handwerklicher Kunst und Liebe zum Detail. Wir waren hin und weg von diesem wundervollen Anblick, der uns in eine ganz besondere Weihnachtsstimmung versetzt hat. Ein Stand voller Magie und Tradition. Frisch gemachter Baumkuchen auf dem Weihnachtsmarkt. Schicht für Schicht ein süßer Genuss, der mit Duft und Geschmack verführt. Hier gibt es liebevoll selbstgemachte Hundeplätzchen in verschiedenen Größen. Ein echter Leckerbissen für unsere Vierbeiner. Der Weihnachtsmarkt begeistert mit seiner beeindruckenden Beleuchtung, die den gesamten Markt in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Überall leuchten Sterne, Girlanden und weihnachtliche Motive, die eine magische Atmosphäre schaffen. Ein Ort, der die Vorfreude auf Weihnachten weckt und zum Verweilen und Genießen einlädt. Für die Bewegungsfaulen unter uns gibt es jetzt das Bierkissen. Ein einzigartiges Kissen, das sowohl kühlt als auch wärmt. Und man kann darin seine Getränke oder andere Gegenstände sogar verstauen. Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben. Und ich finde, es ist die perfekte Kombination aus Funktionalität und Komfort. Natürlich musste ich mir einen Elsa-Apfel mitnehmen. Hier gibt es auch einen kleinen, aber feinen Mittelaltermarkt. Mit seinen rustikalen Ständen und handgefertigten Waren entführt er die Besucher in eine vergangene Zeit. Hier kann man kunstvolle Handwerksstücke bewundern und den Duft von mittelalterlichen Leckereien genießen. Ein ganz besonderer Teil des Marktes. Der Flammkuchen auf dem Weihnachtsmarkt war einfach himmlisch. Wir haben die Variante mit Speck und Zwiebeln gewählt und der Geschmack war so lecker, dass ich es fast bereut habe, diesen mit Anja zu teilen. Der knusprige Teig, die perfekt gebräunten Zwiebeln und der würzige Speck machten ihn zu einem absoluten Highlight. Ein Genuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt in Essen ist ein zauberhafter Ort.
das mit seiner festlichen Atmosphäre, den liebevoll dekorierten Ständen und den vielfältigen Leckereien verzaubert. Ob Lichterglanz, handgefertigte Geschenke oder köstliche Spezialitäten, hier kommt jeder in Weihnachtsstimmung.